Stell dir vor, dein Körper ist wie ein Auto, also wie eine Hardware, und dein Geist ist wie dein Navigationssystem. Und deine Psyche ist wie die Scheibe, durch die du durchguckst in die Welt. Und wenn diese Scheibe, durch die du in die Welt guckst, nicht klar ist, dann schaust du tendenziell nicht raus in die Welt, sondern du schaust auf die Scheibe. Und du Spannend. schaust auf das, was die Scheibe dir zeigt. Vielleicht hängt da noch ein Flyer, vielleicht ist da zu viel Dreck oder es ist vereist. Das heißt, du siehst gar nicht das, was hinter der Scheibe ist. Du beschäftigst dich also die ganze Zeit mit dieser Scheibe. Und das ist so ein bisschen, worum es geht. Es geht darum, unsere Windschutzscheibe wieder klar werden zu lassen, in Klarheit zu leben, weil dann sehen wir auf einmal, dass alles, was da ist, alles, was ich bin, alles, was ich lebe, schon genug ist. Es muss nicht mehr werden. Und das ist dieses Paradoxon. Auf der einen Seite, ja, Werkzeuge, Mittel, Atmung, Meditation, super gut, um diese Windschutzscheibe zu reinigen und zu klären, um mein System zu detoxen, weil manchmal habe ich vielleicht mal ein Wochenende zu viel Zucker gegessen oder was auch immer ich konsumiert habe, dann löse ich das durch die Werkzeuge und dann bist du wieder klar und erkennst, dass du gar nichts brauchst, um in diesen Zustand zu kommen, weil du bist in diesem Zustand. Und das ist das Fatale auf dieser Reise nach innen, dass Menschen meinen, du brauchst jetzt diese Person, diese Technik oder was auch immer, brauchen wir alle nicht. Am Ende benutzt du eine Technik bis zu einem gewissen Punkt, du hast die Scheibe sauber gemacht und dann musst du alle Mittel, um die Scheibe sauber zu machen, wieder loslassen und einfach durch die Scheibe durchgucken und erkennen, dass du nie getrennt warst von diesem Leben. Du warst nur abgelenkt. Und deswegen helfe ich Menschen durch die Techniken, die ich gebe, diese Ablenkung aufzulösen. Aber im Endeffekt brauchen wir nichts, um zu erkennen, dass wir vollkommen und perfekt und das Lebensglück in allen Dimensionen in uns tragen.